Es ist der 2. Dezember, zweites Türchen des City Adventskalenders. Hallo Freunde der Weihnachtszeit, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan und heute öffnen wir das zweite Türchen des Lego City Adventskalenders 2021. Und die größte Herausforderung ist ja immer herauszufinden, wo ist das Türchen? Und ich suche mir, aha, da haben wir die zwei. Wir legen direkt los, oder? Ich hoffe ja jeden Tag inständig auf eine Figur. Auch heute werde ich mit dem ersten Türchen enttäuscht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber wir werden es rausfinden, wenn es steht. So. Wenn ihr das Video von gestern schon gesehen habt, wisst ihr, wo der Hase langläuft. Wir packen aus und bauen es zusammen. Und vielleicht macht ihr das ja parallel mit und wahrscheinlich seid ihr schneller, weil ihr weniger schnackt dabei. Was hier auffällt, ist, wir haben eine Menge 1x1 Round Plates. Sind ein paar. Und für mich ist jetzt die Herausforderung, okay, da sind scheinbar immer 5 Stück übereinander gestapelt, das kann ich schon mal machen. Für mich ist jetzt die Herausforderung, den so stehen zu lassen und mir dann anzugucken, was ich da eigentlich tun muss. Aber das kriege ich wohl hin. Es könnten auch nur 4 sein. 4 sehen schon verdammt hoch aus. Schauen wir mal. Ich stapel erstmal 4, bevor ich gleich wieder Dinge abreißen muss. So, dann haben wir unten jeweils eine 1x3 Plate in Light Bluish Gray. Da drauf kommt dann jeweils ein Fensterchen. So, und jetzt wissen wir auch, in welcher Höhe wir arbeiten müssen. Es sind natürlich mehr als 4. Wir müssen auf Fensterhöhe. Oh, das ist ein Thema. Kommen wir überhaupt auf Fensterhöhe mit den Hahaha. Seht ihr, habe ich schon Mist gemacht, weil ich von der Seite gucke. Unten kommt noch eine Plate Modified auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eine 1x1 Plate in Rot. Und schwupps, haben wir den Höhenunterschied ausgeglichen. Ich habe mich schon gewundert. So, aber es sind natürlich 5 1x1 Round Plates. Guck mal, ihr könnt euch den Quatsch auch vorher angucken und dann baut ihr es selber und müsst nicht die gleichen Fallstricke mitnehmen wie ich. Erst rot, dann grün. Okay. Warum da jetzt eine Bürste dabei ist, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, aber das ist ja auch wahrscheinlich Teil des Spaßes, dass man versucht herauszufinden, was soll es sein. Übrigens hier, ne, Thema Angusspunkte habe ich ja ab und zu. Auf diesen Rundbögen, wie auch immer die heißen, ist bestimmt auch irgendein Slope, sitzt auch immer so ein doofer Angusspunkt und den versuche ich eigentlich auch immer zu verstecken. Ah. Einen ganz hinten und einen weiter davor. Okay. Ich habe wirklich noch keine Ahnung, was das sein soll. Es sieht ein bisschen aus wie eine kleine Waschanlage, oder? Lego macht das ja ganz gerne, dass sie quasi Sets, die es in größer gibt, dann in klein abbilden in den Adventskalendern. Das finde ich eigentlich eine nette Idee. Und ja, es sieht aus wie eine Waschanlage. 2 Teile sind übrig, eine 1x1 Roundplate in Blau und eine 1x1 Plate in Rot. Und wir haben eine Waschanlage gebaut. Korrigiert mich, wenn ich mich irre, für mich ist das jetzt eine Waschanlage. Vor allem, weil die Bürste da echt nachschreit. Witzig! Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Daumen, Abo, Glocke nicht vergessen. Wir sehen uns morgen wieder zum 3. Dezember. Ich freue mich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.